Aber ja gut, ne? Da möchte ich nicht wissen, wie die Passstraße oben aussieht. Hilfe! Eigentlich ist die Sache ganz einfach. Von hier unten kann man prima hochgucken. Und von oben kann man prima runtergucken. Und überall ist nichts als Gegend. Ich weiß nicht, ob wir gefühlt überhaupt vorwärts gekommen sind, keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne die Strecke nicht, aber irgendwann muss man ja auch mal ankommen. Ne? Immer höher klettern die LKW, dann erreichen sie die höchste Stelle. Hier gibt es wunderschöne Aussichten und eisige Seitenwinde. Oh, scheiße. Oh, so kalt. Halleluja, ey. Das ist jetzt noch so krass abschwankt hier oben, ne? Also, puh. Da fängt es an zu schneien. Aber Paul sagte ja, egal ob Sommer wie Winter, man muss immer erst mal in den 4,5 Stunden versuchen, über den Berg zu kommen. Dann ist alles gut, weil hier weißt du nie, die Berge sind hier so unberechenbar. Hier kann immer wieder was passieren. Ob jetzt ein LKW so abstürzt oder ein PKW oder Schneeverhältnisse oder so. Also immer über den Berg kommen und dann erst Pause.